Tja, da sind wir wieder. Ich habe jetzt schon die Schnauze voll von dem ständigen Grün, muss ich ehrlich sagen. Ja, wir haben am Ende der letzten Folge schon festgestellt, dass wir uns in einem Gang befinden, der noch mit einer schönen Überraschung auf uns wartet. Nämlich mit mindestens zwei Steinkugeln. Und ich renne jetzt einfach mal, was das Zeug hält, hier gegenüber rein. Das war keine gute Idee. Okay, ich werde rennen und springen, was das Zeug hält. Okay. Gleich ein Tod zu Beginn der ersten Folge. Und ach nein. Ach nein. Ganz schlecht. Ach herrje. Ja, da habe ich mal wieder vergessen zu speichern. Ganz blöd. Okay, für alle, die die letzte Folge übersprungen haben, die sehen jetzt nochmal, wie wir zu diesem Gang gekommen sind. Ach Mann. Das ist nicht komisch an die, die jetzt lachen. Vor allem, wo muss ich jetzt raus? Da. Ja, es war ja nicht weit. Ja? Das ist jetzt ja eigentlich gar nicht schlimm. Schlimm ist es nur, wenn ich jetzt hier ständig runterfall. Also, wir haben jetzt gerade ja schon gesehen, ich war ja schon am Ende. Also, das Geheimnis hatte ich schon geholt. Und wenn ich es nicht geholt hätte, hätte ich jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich darauf verzichtet, ehrlich gesagt. Aus Zeitersparnisgründen. Aber ich hab's ja. Und jetzt versuche ich da einfach möglichst ordentlich wieder hinzugelangen. Und wie ich die Kisten schieben muss, das sollte jetzt auch kein großes Problem mehr sein. Kriegen wir alles hin. Ja, ich habe auch gerade nochmal reingehört wegen dem Ton. Also ich habe bei mir die Kopfhörer, also das Headset, voll aufgedreht, damit das Mikro auch ein bisschen lauter aufnimmt. Deshalb hört sich jetzt tatsächlich bei mir der Ton viel schlimmer an als bei euch. Also viel lauter. Der Spielton, der Hintergrundsound. Das heißt, ich leide jetzt quasi, weil ich diesen Permanentton richtig laut auf den Ohren habe. Und für euch ist es wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch. In der letzten Folge hab ich mich ein bisschen darüber ausgelassen, dass das hier ein der wahrscheinlich ein Kali-Tempel ist, also der Göttin Kali gewidmet. Ich werde das jetzt auch nicht wieder aufwärmen. Das soll jetzt oh, nein, oh, genug der Klugscheißerei sein. Im besten Fall für das ganze Level. Viel mehr fällt mir nämlich hierzu auch gar nicht mehr ein. Also was so indische Gottheiten, indische Tempel und so weiter angeht. Interessant ist höchstens, das habe ich aber glaube ich auch schon mal erwähnt, dass diese ganzen hinduistischen Tempelanlagen und alles, also wie man das hier sieht, gar nicht so alt sind, wie man das vermuten könnte. Also in vielen Fällen. Manche sind da schon alt, ganz klar. Aber viele eben nicht. Also jetzt zum Beispiel der eine Tempel, den ich erwähnt habe, wo ich mir vorstellen könnte, dass er vielleicht so ein, also diese Tempelruine, dass sie vielleicht so ein bisschen eine Vorlage war für das hier, mit Tithopani, das ja in den Sundarbans liegt. Die ist zum Beispiel nur 400 Jahre alt. Das ist ein Shiva-Tempel. 400 Jahre ist jetzt nicht so wirklich viel. Man stellt sich ja immer vor, wenn man nach solchen Artefakten sucht, gerade in Tempeln, dass die dann, ja, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Jahre alt sind oder noch mehr, weil man das dann auch gerne mit zum Beispiel den alten Ägyptern gleichsetzt oder Babylon oder solchen Geschichten. Also nicht alles ist zwingend dann auch alt. Jetzt gerade ja, wir hatten jetzt zum Beispiel beim Dolch von Xi'an, haben wir den ersten Kaiser ein bisschen kennengelernt, thematisch. Den ersten Kaiser von China. Der lebte ungefähr, ich glaube, was war es, um die 232, sowas vor Christus. Das ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger her. Hier können wir jetzt davon ausgehen, dass das nicht zwingend ganz so alt sein muss. Es kann aber, ja. Das wissen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Und ich habe das jetzt alles auch nur erzählt, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Ich renne übrigens gerade wieder voll in die Falle rein und kann froh sein, dass die mich nicht erwischt hat. Über die Messer versuche ich drüber zu springen, möglichst in der Mitte. So. Okay. Dann sind wir jetzt schon fast wieder in dem Gang. Ich muss jetzt nur wieder hier ein bisschen Kisten verschieben.
Und dann speichere ich natürlich sofort. Ich frage mich wirklich, warum ich so blöd war und am Ende der Folge nicht gespeichert hatte. Ich wollte mir das doch angewöhnen, Mensch. Also ich habe jetzt einfach beschlossen, ich schiebe diese ganzen Blöcke immer, solange es nur irgendwie geht. Ja, das war schon. Wahrscheinlich hätte ich dann noch irgendwelche anderen schieben können. Vielleicht hätte ich noch ein Geheimnis gefunden, aber ich lasse das jetzt mal gut sein. Ich versuche jetzt nochmal durch diese Kugelfalle heil durchzukommen. Ja. So. Und diesmal ohne Spurt oder nur so ein bisschen. Und jetzt spring. Gut. Hat doch schön geklappt. Jetzt höre ich schon wieder ganz viele andere Geräusche. Ich höre immer noch oder schon wieder die Messer. Ich höre ein Wummern. Ich glaube aber, ich habe auch gerade Wasser gehört. Und ich sehe nichts. Oh, ja. Okay, weil da eine Wand ist. Da sollte ich mich auf der rechten Seite runterlassen. Links war nämlich da schon wieder Stacheln. Das ist so mies. Ja? Okay. Und sie hat nicht geschrien. Habt ihr das mitgekriegt? Blut? Nee, oder? Jetzt bin ich ja wieder hier. Was soll denn der Scheiß? Hä? Da war ich doch gerade. Da bin ich doch hergekommen. Und jetzt bin ich auch noch vergiftet. Warum bin ich jetzt wieder da reingefallen? Das kann doch jetzt echt nicht der Sinn gewesen sein, dass ich hier einmal im Kreis rumrenne. Ich schwimme da jetzt nochmal raus. Hat sich hier vielleicht nochmal irgendwo irgendwas geöffnet oder so? Ey, das könnt ihr jetzt nicht machen. Ich sitze hier gerade total fest. Was hätte ich denn da jetzt tun sollen? Ich bin jetzt total sprachlos gerade. Ich renne jetzt da mal blöd rum. Aber ich renne jetzt gerade diesen ganzen Weg zurück. Habe ich was eingesammelt? Nee, habe ich nicht. Hätte ich was einsammeln müssen? Habe ich was übersehen? Ist hier irgendwo eine Tür offen, die vorher noch zu war? Was wollt ihr eigentlich von mir? Das sind eine Menge Türen, aber die sind auch alle immer noch zu. Was war denn das gerade? Habt ihr es gerade gehört? Was war das gerade? Ich bin hier rumgelaufen. Huch! Jetzt ist da offen. Da ist ein Hebel. Ich bin voll verwirrt gerade. Was ist denn jetzt hier los? Ich glaube jetzt zu erinnern, warum ich diesen Bereich nicht ausstehen konnte. Aber das hätte ich doch vorher bestimmt auch schon machen können. Wo ist da jetzt eine Tür aufgegangen? Da drüben. Oder? Oder kam ich aus der gerade raus? Oh Gott. Nee, da war ich jetzt gerade, oder? Ja, jetzt laufe ich wieder zurück. Aber es ist doch gerade irgendwo eine Tür aufgegangen. Und zwar nicht... In dem war ich jetzt die ganze Zeit. Ist die da jetzt auf? Nee. Die ist zu. Aber irgendwo ist gerade was aufgegangen.
Und es hat sich nah angehört. Also das war jetzt bestimmt nicht in dem Nebenraum. Das war schon in demselben. Und durch diese Muster in diesem ganzen, ja, also diese ganzen Muster in der Mauer, kann man auch die Durchgänge nur ganz schwer erkennen. Ach, da drüben, die ist aufgegangen, oder? Ja, vermutlich. Und jetzt geht sie hinter mir zu. Vielen Dank. Das könnte darauf hindeuten, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber Türen, die hinter mir zugehen. Oh. Kannst du wieder rausgehen? Kannst du da hochklettern? Schatz, komm, ich will nur schnell speichern. Ja, kann sie. Glück gehabt. Also wenn sie noch ein bisschen tiefer drin steht, kann sie sich an solchen Stufen nicht mehr hochziehen. Ich weiß, ich habe gerade, aber Sumpf heißt speichern. So. Und ich schaue jetzt einfach, dass ich schnell vorankomme. Sie kann jetzt auch unter Wasser nicht sprinten. Und wenn sie jetzt nicht das Ufer erreicht, dann. Aber es geht. Ach, da ist sie wieder. Ich wollte gerade sagen, die Luftanzeige war jetzt auch weg und die Energieanzeige ist nicht weiter runtergegangen. Also ist das wohl okay so. Ja. Toll, ein großer schwarzer Haufen. Modder. Beziehungsweise ja, ein großer schwarzer Berg. Ja, hinter uns ist die Tür zugegangen, also geht es hier nur in diese Richtung. Man sieht auch nicht wirklich weit. Aber jetzt echt die Frage, dieser andere Raum mit dem Wasser, hätte ich da jetzt überhaupt reingemusst? Und wenn ja, wofür? Oh. Ja, also es sah jetzt nämlich auch gerade für mich so aus, als würde ich da nach oben hin gar nicht weiterkommen. Dann schaue ich doch mal, ob ich da dran springen kann. Dann geht es vielleicht da weiter. Ja, jetzt komm, stell dich nicht an. Ja. Ja, war jetzt nicht so schwer, aber irgendwie. Gerade in dem Moment, als ich vorsorglich meine Pistolen ziehen wollte, kam dann auch schon der Affe ums Eck. Oh, das hört sich doch schon wieder so scheiße an. Stachelwände links, Stachelwände rechts. Ja, dann rennen wir geradeaus, nutzen jetzt mal die Spurtfunktion und gucken mal, ob die uns jetzt überhaupt was bringt. Ich höre hier lauter Sachen, die ich nicht hören will. Was ist denn das jetzt schon wieder? Da ist ein Hebel. Und jetzt ist Ruhe. Hat jetzt der Affe so einen Krach gemacht oder was? Also diese Kiste hier ist auffällig hell. Ich ziehe die mal raus, damit ich sie später nicht nochmal suchen muss. Okay. Und ein Hebel war auch da. Und oh, ich glaube, da oben geht es auch irgendwie weiter. Ich ziehe jetzt mal den Hebel und guck mal, was passiert. Ja, genau über uns ist eine Tür aufgegangen. Ich springe jetzt da mal rauf und guck mal, wie ich da jetzt hinkomme. Ja, einfach so, oder was? Ist das schon alles? Das war jetzt nicht so wirklich schwer. Und schon wieder Wasser.
wenn ich jetzt dann wieder in dem Raum lande, ja, dann habe ich die Schnauze voll. Ich weiß immer noch nicht, was der uns gebracht hat, außer einem Geheimnis und einem sinnlosen Umweg. Okay, da ist zu. Da ist ein Hebel. Den haben wir noch nicht gezogen. Also das weiß ich jetzt ausnahmsweise mal. Oh, ich habe jetzt Lust auf einen Kaffee. Nach der Folge mache ich mir erstmal einen Kaffee. Okay. Es ist jetzt eigentlich, so gesehen ist das Level nicht so dramatisch. Also bis auf sinnlose Umwege. Schöne Musik. Die hat mich jetzt gerade ein bisschen an die Hintergrundmusik von Indiana Jones und Jäger des verlorenen Schatzes erinnert. Als die Bundeslade geöffnet wird. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich die Hebel gezogen habe. Hier geht es auf jeden Fall nicht. Ich würde jetzt ganz gerne mal irgendwo Luft holen. Komme ich hier denn nirgends raus? Wo kam ich denn her? Ah, Moment, Moment, Moment. Ja, ich weiß, meine Luft ist gleich am Ende, aber da war doch jetzt, da ging es doch gerade nach oben. Huhuhu. Ja, im letzten Moment. Ein neuer Raum mit einem neuen Wasserbecken. Ja, also wie gesagt, jetzt bin ich aus Versehen, ich wollte mich um. Ich wollte gehen und bin aus Versehen auf Rennen. Das sind übrigens zwei Tasten, die man nicht so sehr verwechseln sollte. Da sehe ich doch auch schon wieder einen Hebel. Ich gehe jetzt gerade noch mal kurz an Land. Also direkt unten links hier von uns ist noch ein Hebel. Und da drüben ist eine Tür. Ja, also ich finde jetzt das Level bisher gar nicht so schlimm, weil man ja doch sieht, wo es weitergeht. Wobei ich natürlich zugeben muss, dass diese Geschichte mit diesen Kisten da in der Nähe von dem Geheimnis, die war schon doof. Also, die muss man jetzt nicht zwingend finden, bin ich jetzt mal der Meinung. Ist da jetzt die Tür aufgegangen? Nö, ist sie nicht. Was hat dann das? Ein Energiekristall und eine Kali-Statue? Ne, 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 bäh. Die wird schon noch früh genug erwachen. Ich glaube, dass da. Was war das denn jetzt? Wo ist denn da dagegen gesprungen jetzt? Komm, steig mal aus dem Wasser raus, Mädel. Die ist doch da jetzt gerade irgendwo mit dem Kopf dagegen gesprungen. Da ist doch was. Da ist eine Plattform. Oh, ist das mies. Die sieht ja wirklich keiner. Da kann ich mich ja gar nicht mehr dran erinnern. Kann ich da dran springen? Ja, anscheinend schon. Kann ich da normal dran springen? Also, jetzt mal ehrlich. Eine unsichtbare Plattform. Und da ist noch eine. Die sieht man wenigstens, aber die erste nicht. Na, so ein Scheiß. Ist das Absicht gewesen, oder? Ich kann mich da wirklich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Und jetzt ist aber die Tür aufgegangen, oder? Ja, aber nicht lang. Na, super. Komme ich da von hier aus auch dran? Nee. Ah, gut, dann mache ich das dann nochmal von der anderen Seite. Oh, ist das mies. Echt, ich kriege mich gar nicht mehr ein. Das ist unglaublich. Und wir haben definitiv nicht viel Zeit.
Ich sehe eine neue Fruststelle auf mich zukommen. Also die Tür ist quasi da. Auf der anderen Seite des Steinblocks. Oh Gott. Und die war jetzt wirklich nur ganz kurz auf. Das hat man ja am Ton gehört. Ich habe ja noch nicht mal gesehen, ob das wirklich die Tür war. Ich nehme es einfach nur an. So viele Türen sind ja hier nicht. Kann sie... Nee, die... Doch, die war's. Lauf, 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 lauf. Okay. Oh. Schon wieder eine Stachelwand. Und ich habe keine Ahnung, wann die in Bewegung gesetzt wird, aber ich traue mich jetzt gerade keinen Meter weiter. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da ist ja nichts, wo ich ausweichen kann. Da ist ein Hebel. Wenn ich jetzt den Hebel ziehe, dann hoffe ich doch, dass ich da hinten das Gitter hebe, dass ich da weiterkomme, weil sonst... Mein Telefon klingelt. Ja, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Da ist ein Schlüssel, aber... Ja, was soll ich denn da jetzt tun? Erstmal den Hörer daneben legen. Nee, tut mir leid, das Telefon lasse ich jetzt klingeln, da müsst ihr jetzt durch. Ich wusste jetzt nicht, was ich da tun soll. Ja, danke. Ich habe gesehen, dass du tot bist. Komme ich da vielleicht wieder raus? Hinter das Ding einsammeln und dann wieder zu der Tür raus? Ach du Scheiße. Nee, aber vielleicht... Moment, man hat doch da gerade gehört... Jetzt heb's halt auf! Da ist eine Tür aufgegangen und es kann ja nur die gewesen sein. Ja, jetzt back dich halt da fest. Die wäre es auch gewesen. Und wenn sie jetzt nicht an der Kante hängen geblieben wäre, an einer, die man noch nicht mal sieht, dann hätte das jetzt auch funktioniert. Boah, so eine Scheißstelle. Ich hasse sowas. Oh. Und du hebst es jetzt sofort auf. Und wehe, du rennst jetzt wieder gegen eine Wand. Boah. Puh. Was habe ich jetzt hier? Wieder ein Indra-Schlüssel. Key of Ganesha. Ah. Das ist also der Schlüssel von Ganesha. Okay. Dann fehlt jetzt ja eigentlich nur noch der Schlüssel von Kali und der Schlüssel von Shiva und keine Ahnung. Wir gucken jetzt erstmal, was da hinten noch so rumliegt. Das sieht mir nämlich nach einem Medikit aus. Und Munition. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das ist. Ich glaube, das ist MP5 Munition. Da wir momentan noch keine anderen Waffen haben, außer der Schrotflinte, ist mir das jetzt auch egal. Ich möchte jetzt den Hebel gar nicht mehr unbedingt ziehen. Ich glaube, der hat ja nur diese Stachelwand betätigt. Nur was machen wir jetzt mit diesem Schlüssel von Ganesha? Jetzt bin ich ja auch nicht schlauer als vorher. Die Statue ist immer noch... Ja. Moment mal. War ja nicht vorher noch Wasser? Und jetzt haben wir hier Moddersumpf. Und die Plattform ist auch weg. Ja, und nu? Wieso ist da jetzt Sumpf? Nicht gut. Das sind alles Sachen, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnere. Muss ich da jetzt durch den Sumpf warten, oder was? Oh Gott. Ich glaube, es wird sowieso jetzt gleich Zeit, die Folge zu beenden. Aber ich gucke jetzt mal kurz... Ich warte ungern durch irgendwelches. Ist da vielleicht wieder eine unsichtbare Plattform? Nö. Okay, dann latsch los, aber zügig. Vielleicht kommt sie ja wieder raus.
Aber da kann sie sich doch nicht hochziehen. Ja, danke. Tot ist sie. Im Sumpf erstickt. In einem Sumpf, den ich noch nicht mal weiß, wo der herkommt. Was in Deutsch. Ungeachtet der Länge dieses Parts, es kann sein, dass der 3-4 Minuten kürzer ist als sonst. Ich weiß es jetzt nicht ganz auf die Minute, aber so ungefähr müsste es hinkommen. Ja, verabschiede ich mich jetzt. Und mach mir jetzt einen Kaffee. Lecker, lecker. Und ja, ich bin noch mal gespannt, wie wir beim nächsten Mal hier weiterkommen. Ich habe gerade im Moment auch gar keine Ahnung. Also dann, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.